Besondere Verehrung genießt Heidegger im fernen Osten, in Japan, wo fast alle bedeutenden Philosophen ihr Heidegger-Erlebnis gehabt haben. Professor Tsuchimura von der Universität Kyoto im Gespräch mit dem Zen-Meister Professor Nishitani. Seine Zeit ist bislang 6-mal ins Japanische übersetzt worden, während Kants Kritik der reinen Vernunft 4-mal und Hegels Phänomenologie des Geistes 2-mal übertragen sind. Woher kommt es, Herr Professor Nishitani, dass sein Denken uns so tief berührt? Bei Heidegger scheint ein solcher Grundzug des Denkens zusammen mit einer Art von Unmittelbarkeit, Unmittelbarkeit des Lebens oder vielmehr des Daseins. Sein Denken stellt sich mitten in unserem alltäglichen Leben. Sein Denken geht direkt zu den Sachen selbst. Das sieht man in seiner Analyse des Daseins oder der Existenz oder mal Existenz, wie er es später nennt. Darin ungefähr liegt, so scheint es mir, das, was uns tief fesselt bei ihm.